Herzlich willkommen am Roger, herzlich willkommen bei den Ash Creek Studios. Ja, ich war vorhin auch ein bisschen am Gitarre üben und da ist mir was aufgefallen, denn Power Chords. Ich glaube, ich habe noch gar nichts über Power Chords mal erzählt oder gar ein Video gedreht. Das holen wir heute nach. Aber wir müssen zuerst mal kurz ein paar technische Sachen klären, also Tipps und Tricks unter der Überschrift. Und dazu brauchen wir unser Griffbrett und dann zeige ich euch das gleich. Auch wir können ja eigentlich hier auch starten, das geht genauso. Und zwar quasi mit der ersten Seite oben, ja, das ist das E. Und wenn wir das E dann spielen, dann folgt der nächste Ton ein F. Dann folgt ein Fis, ein G, ein Gis, ein A, ein A-Is, ein H, ein C, ein Cis, ein D, ein Dis und ein E. Das müssen wir verinnerlichen. Ich habe noch eine Tabelle für euch. Da könnt ihr auch nachüben, falls ihr das noch nicht wisst. Nach dem gerade gezeigten Muster gehen wir also mal auf den fünften Bund, dicke E-Seite. Spielen die. Na, dann ist es ein A. Gut, wie geht es jetzt weiter? Wir nehmen den Ringfinger, kommt dann im siebten Bund auf die A-Seite und der kleine Finger kommt im siebten Bund auf die D-Seite. Okay. Und ganz wichtig, wir brauchen auch nur diese drei Töne und nicht mehr. Umso wichtiger ist es, dass wir auch dran denken, die anderen Saiten abzudämpfen. Wie mache ich das? Ich mache das mit dem kleinen Finger hier und lege ihn so ganz, ganz leicht über die Saiten drüber. Nicht gedrückt, sondern nur wirklich gelegt. Ja? Sodass ich und nächster Schritt mit dem Plektrum muss ich natürlich auch sehen, dass ich tatsächlich auch nur die drei Saiten treffe. Die anderen abdämpfen und versuche natürlich mit dem Plektron gut zu treffen. Ja, und so kann ich dann das A spielen. Ihr erinnert euch, hier ist das G. Also kann ich G spielen. Ein F. Hier. Und es ginge auch ein E. Ja. So, jetzt zeige ich euch das Gleiche, ein bisschen mit Erklärung, das ist dann hier. So, und wenn ihr euch das hier mal versucht anzuschauen und zu verinnerlichen, wir haben gesagt, wir starten mit dem E. Dann kommt das F, dann kommt das Fis, dann kommt das G, dann kommt das Gis, dann kommt das A ist, dann kommt das H, das C. Und dann geht es ja wieder weiter mit Cis, D, Dis und wieder E. Jetzt gucken wir uns das Ganze aber mal an. Was wäre denn jetzt mit dem A? Das wäre die zweite Seite. Ja, von oben, die zweite Seite, die A-Seite. Und nach diesem Schema starten wir natürlich dann beim A. Dann würde kommen A ist H, C. Dann kommt Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis und A. Ne? Also, als runter. Das wäre eure Schablone, wenn ihr es noch nicht wisst. Was machen wir jetzt wieder? Wir legen unsere Finger auf A-Seite im fünften Bund. D-Seite im siebten Bund, G-Seite auch im siebten Bund. Zusammen wäre es dann so. Und das wäre dann ein D. Dis, E, F,
So, wir schauen noch mal auf unsere Schablone. Wir haben vom E chromatisch, ne, runtergespielt auf dem Hals der E-Gitarre und haben so alle Töne abgedeckt innerhalb E-Dur. Also hier startet ja, also das heißt E chromatisch E muss man sagen. Wir sind also hier gestartet, ne, sind alles durchgegangen auf dem Hals, ne, und kommen dann quasi hier über C, Cis, D, Dis und E wieder raus. Und bei A ist es nichts anderes. A, A is, H, C, dann kommt Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis und A. Auch hier haben wir die volle Runde. Und so könnt ihr euch tatsächlich jede Akkord oder jeden Akkord über einen Power Chord darstellen. Also wirklich kein großes Ding. Es erfordert aber tatsächlich viel Übung. Ne? Auch schon allein mit dem Dämpfen. Ihr werdet auch sehen, um den Treffen, vor allen Dingen Treffen mit Plektren und so, werdet ihr am Anfang ein bisschen Probleme haben können. Ne? Also gebt da nicht auf, sondern seid einfach tapfer, zieht das durch. Ja? Und ihr könnt da tatsächlich ganz tolle Dinge machen. Ich wünsche euch von Herzen ganz, ganz viel Spaß beim Üben der Power Chords. Ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Roger von den Ashwick Studios und Ahoi. Ciao.